Jetzt müsste man nur noch wissen, was das für Maschinen waren hier, ne? Aber mit Müllverbrennung kann ich mich jetzt nicht so aus. Da müsste man noch mal ein bisschen nachrecherchieren. Das ist auf jeden Fall eine recht moderne Anlage, die auch erst seit ein paar Jahren verlassen ist. Ach du Heilige, was ist das denn da? Boah, das kann ich gar nicht einfangen hier mit dem Licht. Das sieht aus wie so ein Raketenantrieb. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, es geht hier noch bis sonst wohin hoch, bis sonst wohin runter, in alle Richtungen. Da kann man auch rein, aber was wird denn das gewesen sein? Es geht dann auch ewig weit nach hinten. Eine spezielle Brennzelle oder sowas. Innen drin ist dann auch Gewinde, also so eine Förderschnecke. Die hat anscheinend Material noch, also zur Seite transportiert. Ja. Ich glaube. Also was auch immer es ist, es glitzert total schön. Also mein Mund nehmen, schaut's schmeckt. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie diese Deko-Perlen, aber ich glaube nicht, dass hätte ich jetzt mal so ganz. Lego produziert mit so einem Lego-Kanone. Also ich hätte mir gedacht, dass Müllverbrennung doch irgendwie relativ easy abläuft, aber es sind scheinbar eine Reihe von Chemikalien mit eingeplant. Sieht ja cool aus, wie du da stehst. Das ganze Treppenhaus ist überschwemmt. Boah, da unten. Da unten steht wirklich das Wasser drin, ja? Mhm. Ich glaube, es schneit gerade. Nein, oder? Man sieht es auf der Kamera nicht, aber das sieht schon enorm nach Schnee aus, ja. Ja, das ist aber angenehmer als Regen. Das ist zwar kälter dann draußen, aber dieser Regen, der geht einem einfach auf den Sack. Hier ist schön warm und trocken vor allem. Alter, ist immer so aufs Gelände gekracht.